Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spec Ops The Line, Folge 18. Ja, ich habe gerade mal geguckt, ob ich noch einen Kontrollpunkt habe, auf Kontrollpunkt zurückgesetzt. Musste nochmal diese ganze Scheiße nochmal machen, zum Glück habe ich es beim ersten Mal geschafft. Zwar auch noch knapp, aber es ging anscheinend doch einfacher. Denn ich habe einfach gleich die Waffe, die Scar-H, genommen und dann war alles ganz einfach. Wir machen gleich aber weiter. Wir sind in der Nähe von dir, irgendwo. Ach, es geht doch noch. Bärenfall. Bärenfall. Geheiminfos. Anhören. Diese Menschen haben das Ende der Welt erlebt. Keine Nahrung, kein Wasser, keine Hoffnung. Freunde tot, Familie abgeschlachtet. Sie leben in der Hölle. Und doch schnuppern sie noch an den sterbenden Rosen. Ich verstehe, warum der Colonel tut, was er tut. Aber wenn diese Menschen noch genug in sich finden, Kunst zu machen, ist da vielleicht mehr, als er sieht. Ich denke sehr oft an Morrow, der aus dem zerbombten London sendete. Er half Menschen, zeigte ihnen etwas, das die Nazis nicht kleinkriegten. Der Truck da draußen hat CB-Funk. Wenn ich jetzt noch ein paar Lautsprecher auftreiben könnte, das wäre doch was. Oh mei, das wäre echt was. Da waren gerade die Nazis. Ich habe gerade so hingelegt, wie ich, als ob ich Dota oder LOL spielen würde mit meinen Händen. Hab gemerkt, dass das falsch ist. Und habe mal einen Schluck getrunken hier. Wird auch ziemlich trocken. Deswegen huste ich auch. Oder huste nicht, sondern räusper mich. Oh, das sieht wieder nach einem Schlachtfeld aus. Jetzt habe ich einen Kontrollpunkt. Unglaublich. Vorsicht jetzt, los! Scharfschütze, auf dem Boot! Wir müssen nah ran, um sie zu kriegen! Ziel aufgemacht! Feindbewegung! Bam! Noch einer! Oh. Feind getötet! So, der ist weg! So, weg! Komm, geh weg! Gib mir Deckung! Ich lande! Granate! Kann ich auch, aber schneller. Gib mir Deckung! Scheiße. Bam! Wow! Das war ein Sideflip. Okay, jetzt ist wieder lustig. Solange ich jetzt nicht die ganze Zeit fail. Es sind nur noch Kämpfe. Soll mal wieder ein bisschen besser werden hier. Schlimm. Ganz schlimm. Naja, okay. So schlimm ist auch nicht. Trotzdem. Na dann. Weiter geht's. Probieren, studieren, wie auch immer. Zup. So, ja. Bam. Gegner erledigt! So, Deckung. Ja, ich hab die. Bam, weg. Warte, wir gehen erstmal lieber in Deckung. Oh, der kann sogar noch schießen wieder. Sehr gut. Zum Glück zieht der Scharfschütze nicht auf mich, also noch nicht. Jetzt aber. Stirb! So. Da. Du bist platt gemacht, du bist doch da drüben. Was ist das denn? Ich musste auch gerade meine Waffe wechseln. Unglaublich, aber du gibst mir keine Deckung, oder? Komm schon, hier, da, der da. Und der da. Und der da und der da. Und jetzt krieg ich lieber mal Ding. So, Granatwerfer, nachladen bitte. Und bam. Oh, der ist abgekackt. Oder habe ich gar keine Munition? Auf C muss ich drücken, genau. C war's. So, vielleicht treffe ich den ja. Vielleicht. Komm raus. Komm schon, tu es einfach. Jetzt bist du da. Nein, nicht. Ich gehe mal ein bisschen wieder nach vorne. P90. Ah, da ist er. So, füllen wir mal ein Ding auf, dann können wir die vielleicht nachladen. Tüdelü. Ich glaube, ich nehme die P90. Das ist, glaube ich, bessere Idee. Vor allem, die haben alle eine P90. Warum sollte ich dann keine P90 nehmen? Oh, hat die. Die hat Laser. Cool. Lol. Unterschied
Man zieht ihn mit dem Laser. Das ist auch lustig. Gut. Ich habe auch einen Laser kleiner. Bisschen komisch, so zu zielen. Aus der Hüfte halt besser. Ein Laserpointer kann man ja besser zielen aus der Hüfte. Bisschen einfacher. So. Kann ich nämlich einfach... Nö, kann ich gar nicht. Oder doch? Ja, doch, so kann ich nämlich schießen. Das ist ein bisschen einfacher. So. So eine Pumpe wäre auch nicht schlecht. P90 geht ab. Da hätte ich drauf schießen können. Schieße ich nochmal drauf. Hat gar nichts gebracht. Toll. Naja. Wenigstens ein bisschen. Wo brechen die durch? Wir brechen durch. Bist denn du, Adams? Da bist du endlich. Na dann. Nico spielt Counter-Strike. Unglaublich. Unglaublich. Unfassbar. Unfassbar. Hätte ich nie gedacht. Oh. Achso, ich muss nach oben. Ich hab den Hurensohn. Wo ist er denn? Ah, da ist Adams. Hab ich gedacht. Verdammte Scheiße. Das waren alle. Walker, runter. Adams, seid ihr noch da? Ja. Wir hören, Lugo. Gott sei Dank, verdammt. Wo bist du genau? In der halb verschütteten Jacht. Die mit den angepissten Soldaten. Alter, wo hat sie ihn hingeschlagen? Da kommt eine Patrouille. Scheiße, zu spät. Zwei Uhr. Feindliche Feuer aus dem Loch da. Ich hab auf die Patrouille einfach geschossen. Sie sind tot. Noch einer. Ohne irgendwie zu wissen, was ich hier mache. Egal. Hier. So. Der ist auch weg. So, die sind weg, oder? Rücke vor! Bis auf los und ziehe 200 D-Mark ein. Ich weiß nicht, ich kann das immer wieder sagen. Und es wird nie lustig. So, der ist auch weg. Super, super, super. So, jetzt komm her. Ja, stöhn mal vor dich rum. Walker, du kleiner Walker. Zum Glück ist der kein Untoter. Das wäre auch ein Walker. Bam! So, dann hier Deckung. Schießen, 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 schießen. Tot. Schießen. Nicht mehr schießen. Habe ich noch Ding? Oh ja, habe ich. Bam! Na, hat nichts gebracht. Muss schlecht treffen. Bam! Ich habe keine Munition mehr. Hoffentlich hat der was für mich. Was? Der hat keine Waffe? Keine Munition? Nee. Hä? Ich muss da eine Waffe nehmen. Oh, was war das? Skaha? Nein, ich will wechseln auf. Genau, jetzt halt. Ich bin auch ungedeckt. Und der ist tot. Feind ausgeschaltet. Der noch nicht. Aber jetzt. Nein, er lebt noch. Du wirst platt gemacht. Ja, Alter, die Schnauze. Du kannst wahrscheinlich nicht mal sterben. Oh, kannst du noch sterben. Gott, was macht ihr denn? Die 33. dreht total durch. Denk nach, Lugo. Gibt's noch ein anderes Versteck? In der Nähe ist ein Flüchtlingscamp. Ich tauche dort ab, solange ihr Action macht. Klingt gut. Wir treffen uns, sobald es hier sicher ist. Woher weiß der das? Woher weiß der, dass das in der Nähe da so ein Flüchtlingscamp ist? Woher weiß der das? Das ist doch dubios. Ziemlich dubios. Muss man wieder in so tiefe Löcher springen? Naja, tief ist nicht gut. Wupp. So. Oh, ein Piano. Ein Flügel. Wenn er das mal heil übersteht. Gibt's eigentlich einen Unterschied? Ach, ein Armbruch. Wir haben Schlimmeres erlebt. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht meine. Wenn du was auf dem Herzen hast, raus damit, damit wir weitermachen können. Diese Mission ist Mist. Wir haben eben ein Hochhaus voller Amerikaner gekillt. Die haben uns keine Wahl gelassen. Du hast uns keine Wahl gelassen. Scheiße, was ist aus uns geworden, Mann? Nichts, wir sind eben Soldaten. Oh, verstehe. Mein Fehler. Ah, oh, der hat so eine scheiß Wunde am Kopf. Wir sind Soldaten, ja. Schade, schade, dass wir das sind. Das hält nur auf! Wir haben einen Schweren gerufen! Scheiße! Nahkämpfer im Anmarsch! Feind
Oh, das ist ein Nahkämpfer. Scheiße. So, den kriege ich klein. Ich habe genug Granaten. Noch eine. Ist er tot? Ich hab den Hurensohn. Den Hurensohn. Schnee sagt der Hurensohn. Ah! Ah! KBABA! Das ergibt nicht mehr Sinn. Bam, bam! Bam, bam, bam! Guck her, guck her, guck her, guck her. Oh. Müssen wir wohl zu ihm gehen. Machen wir halt Hausbesuch. Hallo, klopf, klopf. Wer ist da? Ich. Hallo. So. Auf nach oben. Oh! Der mich doch. Beinahe hätte er mich doch getötet. Der Kleine. Unglaublich. Soll ich mich nicht hier verteidigen? Vorsicht, der Sandsturm kommt. Das hat uns doch gefehlt. Oh ja. Los, eingraben und bereit machen. Handbewegung! Marke hier! What the? Ich merke, du wolltest sagen Panzerfaust, oder? Vorsicht, sie brechen durch! Zu zielen ist jetzt ziemlich schwer. What the? Gott, what the? Knapp. Okay. Ich war einfach hier, alle tot. Reicht nicht zusammen, Adams. Wir zeigen's diesen Wichsern. Oh ja. Wir zeigen's den Wichsern. Komm, wo ist er? Da ist er. Ich kann nicht hinzielen. So, jetzt halt. So, den auch noch. Scheiße! Unter schwerem Beschuss! Werfe Granate! Ich hab ihn tot geworfen! Ich schnapp sie mir. Den kommen wir nicht vor. Geil. Echt so? Ich hab ihn mit der Granate angeworfen, er ist gestorben. Geil. Ist einfach nur geil. Ich hätte lieber das hier, das ist mir ein bisschen stabiler. So, weiter konnte ich anscheinend nicht zielen. Das waren alle. Geht's jetzt besser? Kein bisschen. Los, wir Lugo. Guter Plan. Funk ihn an und sag ihm, wir kommen. Jo, Lugo, kommen! Adams! Adams! Oh, Scheiße! Lugo, was ist los? Fuck! Ich brauch Hilfe! Die kommen her! Oh, shit! Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, wir sind alle auf dem Weg. Haut ab! Bleibt mir vom Leib! Zurück! Okay. Haut ab, verdammt! Lugo, hörst du mich? Lugo! Sekunde, liebe Conny! Ja, wo ist du? Wo ist du, Benhamkuhn? Benhamkuhn! Ihr blöden Schweine! Weg! Ach so, er redet so. Bereit machen! Oh, das Scheiße! Zerschießt es! Alle zurück! Los! Komm, Lugo! Hoch mit dir! Hört ihr? Zurück! Los! Los! Zurück, sag ich! Beeilung, Bock! Atme, Lugo! Die wollen nicht hören! Verdammt, atme! Wie geht's ihm? Antworte, Walker! Komm schon, Lugo! Und dennoch! Zurück! Oder ich eröffne das Feuer! Verdammt! Die Scheißwichse hauen nicht ab, Walker! Die schließen uns ein! Verdammt, Lugo! Bitte bloß, dass er durchkommt. Lass mich schießen, Walker. Sir, ich erbitte Feuererlaubnis. Gib mir den Befehl! So eine Scheiße. Walker, gib mir den Scheißbefehl! Scheiße, Scheiße, Lugo ist wohl hinüber. So geht das. Meine Güte. Scheiße.
Scheiße, Lugo ist tot. Steine, aha. Ich sehe euch. Ich werde euch niemals verletzen, aber trotzdem. Ah, ich sehe euch. Ja, Steinwerfen sich dann verziehen. So geht's. Wir wollen nichts Schlimmes. Nö, die kommen. Kommen die her? Ja, doch. Das sah gerade so aus, als ob die ganz woanders herkommen. Ach ja. Da geht's raus. Wurde auch Zeit. Ach, scheiße. Lugo. Auch wenn das ein schwuler Männerkuster war, aber. Bisschen lustig, muss ich ja sein. Ja, okay, lustig, ich. Das sind so fragliche Dinge. Ja, eintreten. Falls Sie das hören können, es läuft folgendermaßen: Ich töte jetzt jeden einzelnen Ihrer Männer. Und dann töte ich Sie. Sergeant Lugo ist tot. Dafür gibt es keine Gnade. Es ist Ihre eigene Schuld. Meine eigene Schuld oder den hier? Ich habe es gerade nicht verstanden. Die Story ist eh so ein bisschen dubios und verstehe ich auch nicht alles. Alles okay? Wieso? Ich etwa so aus? Das mit Lugo war nicht unsere Schuld. Erzähl mir nicht, was ich schon lange weiß. Lugos Blut klebt an deinen Händen, nicht an meinen. Bang. Conrad verdient es zu sterben, das weißt du. Und was verdienen wir? Wir kennen doch beide die Antwort. Und? Wie wollen wir vorgehen? Wir töten alles, was sich bewegt. Klingt nach einem Plan. Kapitel 14. Die Brücke. Ja gut, dann gibt es doch mehr als 12. Ich hab gedacht, es gibt 12, dann sind es halt mehr. 18 oder bestimmt oder so. Scheiße, dass Lugo gestorben ist. Requiescat Katimbache, mein Bruder. Und ja, das sieht ziemlich groß aus, dieses Gebäude. Ich glaube, ist das nicht das größte Gebäude der Welt? Oder war das ein anderes? Steht ja in Dubai, glaube ich. Naja, auf jeden Fall... Ja, auf jeden Fall geht's gerne nächste Folge weiter und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage Tüdel-Tü.